Ja, liebe Batman-Frau-Freunde, liebe Star Wars-Freunde, liebe Fans. Tja, ihr seht, ich bin am Küchentisch, ich sitze am Küchentisch und möchte mit eurem ganzen Stolz euch jetzt mal diese Batman-Höhle vorstellen, die ich jetzt so weit, so gut fertig habe. Es fehlen ein paar kleine Details, ich muss nur mal ein bisschen Farbe holen. Ich warte jetzt ab, bis langsam meine Situation wieder sich ein bisschen entspannt, dann wir am Baumarkt gehen kann und sonst was, weil hier kommt man eine kleine Platte drauf. Ich werde den Batman hier vorne hinstellen, weil außen im ganzen Prinzip möchte ich das gerne machen. Dann fehlen so ein paar kleine Details. Ich wollte vielleicht noch ein bisschen Wasser in die Silikon machen, sonst was und das ein bisschen machen. Aber den Grundbau, so mit der Höhle jetzt so ein bisschen, ist jetzt fertig. Vielleicht noch ein bisschen Sand rein, ein bisschen mal anmalen, noch einmal. Aber das mache ich dann auch nur, wenn man ja wieder Farbe kaufen kann. Ja, ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass ich diese Höhle fertig kriege, weil als ich jetzt angefangen habe, ihr wisst ja, habe ich ja ein bisschen ein kleines Ecke erstmal gemacht. Ich wollte halt normalerweise die eine Batman-Figur Justice League machen, aber dann wurde die Höhle immer größer und habe ich dann gedacht, mein Wasser Batman Begins. Da hatte ich mir die von Netzer bestellt, aber dann habe ich die noch gesehen. Da habe ich gesagt, die nimmst du für die Höhle und die passt perfekt. Ja, das war, also wie gesagt, mit Gips alles möglich gespachtelt, Styropor etc. Mit wunderschöner Farbe so gemalt, dass ein bisschen so wie eine Höhle aussieht, so richtig nass. Aber diese Höhle hat auch Highlights, das muss ich jetzt sagen. Die werde ich euch gleich mal zeigen. Ich werde auf jeden Fall nochmal solche Modelle machen, auch so Richtung Star Wars. Also ich werde nochmal auch was überlegen für meine Star Wars Fans, da irgendein kleines 3D-schönes Modell zu machen. Aber man muss auch ein bisschen auch Platz dafür haben, weil, ja, ich habe auch letztens gesehen, da war auch in einem Facebook hier, warum, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich muss aufpassen, was ich sage, trotzdem von Master of the Universe, Snake Mountain, im Facebook habe ich mal gesehen, hat auch eine wunderschöne Burg umgebaut, da muss ich gerade sagen, es gibt schon wirklich welche, die machen sagenhafte Arbeiten und solche Sachen. Ja, jetzt werde ich euch mal so ein bisschen Highlights zeigen, sagen, wie das so funktioniert. So, ihn kennt ihr ja, habe ich ja euch gestern in YouTube auf meinem Kanal gezeigt, diese Figur. Ich werde euch erstmal die ganzen Grundprinzip zeigen und dann kommt nachher der richtig große Highlight. Das werde ich euch gleich mal nochmal zeigen. Ihr seht, es hat sich was getan. Ja, ich habe einen kleinen, groß ist das schon, einen Schrank eingebaut, wo er schon mal seine Sachen drin hat. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich muss da jetzt ein bisschen Jalousien runtermachen. Ihr seht, der Schrank ist da drin und ich habe die Eyelids hier reingetan von den anderen Figuren, diese Wurfdarts, diese Wurfstände von ihm, eine Art von Fledermaus. Der Kleiderschrank besteht komplett aus Aluminium gefertigt und ihr seht, da oben ist irgendetwas, was nicht dahin gehört. Hat auch einen ganz bestimmten Grund. Aber ich möchte euch nochmal den Grundriss erstmal in der Höhle nochmal zeigen. Seitlich alles schön gespachtelt und lackiert. Dann, wenn man nochmal reingeht, alles komplett, die ganzen Steine. Ich habe noch mehr Steine reingesetzt, ihr seht selber. Ich habe auch so ein bisschen Rost angemalt an den Schrank. Seht ihr das so ein bisschen? Ein bisschen rosten tut. Hier kommt normalerweise dann später hier nochmal Wasser durch. Ja, wo er hier steht, hier, ne? So Wasser. Also sieht geil aus, wenn der Batman davor steht, ne? Also das muss ich schon sagen, sieht richtig geil aus. Und muss ich auch wirklich sagen, sieht, ja gut, jetzt der grüne Boden passt nicht dazu, natürlich, klar, da werde ich noch irgendwas für basteln. Aber wenn man überlegt, Hammer, einfach nur Hammer. Dann hier das Steingewölbe hier vorne, ist die Vorderfront normalerweise. Ja. Dann hinten, ganz hinten ist die Ecke, da sind so ein bisschen eine kleine Ecke versteckt. Auch unten die ganze Stein bemalt alles. Dann gehen wir mal seitlich vorbei. Hier ist auch alles bemalt seitlich.
Dann hier die ganzen Seiten, alles bemalt. Oben komplett alles nochmal Stein drauf gemacht. Das sieht alles nochmal richtig schön, wie so eine richtig schöne Höhle. Ich habe noch ein bisschen gespachtelt, damit mir die Ecken noch richtig zu Vorschein kommen. Wie eine Höhle. Ja, und jetzt möchte ich euch gerne mal zeigen, was euch jetzt, sage ich jetzt mal, der Atem anhält, das Herz höher schlägt. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was jetzt passiert. Ihr wisst ja normalerweise, ich habe ja Licht drin. Das ist einmal die Lichterkette, wenn man sieht. Und jetzt, Leute, kommt noch was dazu. Der Schrank leuchtet. Und das ist meine Batman-Höhle, die ich selbst gemacht habe. Vor allem schön, die ganzen schönen Wurf, da leuchten schön, glänzen schön in das Gold. Und ja, sagenhaft. Da kann man zwar nichts sagen. Also ich würde jetzt auch gerne diesen Batman da reinstellen, aber ich denke mal, da würde das Ganze frontal zudecken. Und ich denke mal, das würde auch nicht aussehen. Ich denke mal, das ist der richtige Platz für den. Der werde ich einen Unterbau noch machen. Das werde ich vielleicht mit irgendwie verarbeiten. Und dann sieht das natürlich geil aus. Also kann man zunächst alle, ne? Also. So, ich habe eine Lampe ausgetan, damit man besser mal sieht. Und ich werde mal so rumgehen. So, hier müssen wir mal zeigen, wie das aussieht hier, ne? Ja, hinten will ich nicht zeigen, ist alles nur ein Brett. Hinten ist die Schaltkreise dran, wie das ist mit Batterien und sonst was. So sieht ihr von hinten aus, die Höhle. Aber das ist ein Traum. Ich will nicht angeben, ich will auch nicht sagen, dass ich der Beste bin, aber ich möchte nur gerne zeigen, was ich so kann und was man so auch so machen kann. Und ich denke mal jetzt so mit dem Video, das Video beenden mit die Batman-Höhle 2021 von Batman Begins aus der Filmreihe mit Christian Bale als Schauspieler. Die Filme, die wir geliebt haben. Ja. Dann bedanke ich mich für eure Unterstützung. Sollte noch irgendwas sich verändern hier an der Höhle, werde ich es euch wissen lassen. Ja, dann werde ich den Gürtel immer weitermachen. Und dann kommt mal was anderes. Jetzt habe ich noch eine andere Figur bestellt. Der Joker von The Dark Knight. Na, den werde ich euch auch nochmal zeigen. Der müsste irgendwann jetzt mal natürlich Ende des Monats kommen. Auch von der Firma Netzer. Dann möchte ich mich gerne jetzt verabschieden. Bedanke ich auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt und die Höhle. Lasst einen Daumen oben. Wenn ich mich riesig darüber freuen würde, den Kanal zu abonnieren, dann sehen wir uns mit Sicherheit wieder beim nächsten Bauprojekt. Bis dann, euer Mike. Ciao. Und dann natürlich als letztes noch einmal wünsche ich euch schöne Pfingstfeiertage. Macht was mit euch.